Was ist die einfachste Möglichkeit, auf YouTube Geld zu machen? In diesem Video zeige ich euch, was meiner Meinung nach die einfachste Möglichkeit ist, auf YouTube Geld zu machen. Hierfür müsst ihr nicht vor der Kamera stehen, ihr müsst kein Influencer sein und ihr braucht auch kein riesiges Startkapital, um das zu tun. Ihr macht die Arbeit einmalig und das zahlt dann regelmäßig den Gewinn dafür. Ich denke, das ist die beste Methode, Geld zu verdienen, weil die Methode, die ich gefunden habe, alle Kriterien erfüllt, die wir uns vorgegeben haben. Es gibt unzählige verschiedene YouTube-Kanäle, welche einfach den gleichen Content erneut hochladen oder Compilations erstellen. Das mag zwar gehen, diese bekommen auch eine Menge Klicks, aber ihr lauft extrem Gefahr, demonetized zu werden. Das heißt, euer Kanal kann kein Geld mehr mit Werbung verdienen. Also das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass Smart Work besser als Hard Work ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Starten wir nun mit dem einfachsten Weg, auf YouTube Geld zu verdienen. Hierfür nutzen wir Plattformen mit fertig nutzbarem Videocontent. Nun gehen wir durch die einzelnen Schritte. Im Schritt 1 sucht ihr euch eine Übereinstimmung von euren Interessen und den Themen, was die Leute sehen wollen. Hierfür nehmen wir zum Beispiel ein Google Docs Dokument und schreiben 10 Sachen auf, die euch interessieren. Das kann alles sein, was ihr gerne macht, was ihr gerne schaut oder auch selbst aktiv betreibt. Wenn ihr das aufgeschrieben habt, vergleicht ihr das dann mit dieser Liste. Wir schauen nun, was hier übereinstimmt. Ihr fragt euch jetzt sicher, was soll mir das denn bringen? Das bringt euch Folgendes. Rechts auf der Liste sind nämlich die beliebtesten Nischen, mit der ihr das meiste Publikum erreichen könnt. Wir suchen uns jetzt zum Beispiel was aus unserer Liste raus, was übereinstimmt, zum Beispiel das Thema Motivation, und gehen jetzt zum nächsten Schritt. So, kommen wir nun zu unserer Methode, wie wir unsere besten Themen und besten Skripte finden. Wir geben bei YouTube Motivation ein und gehen dann hier oben auf Filter und filtern nach Kanal. Dann suchen wir uns die Kanäle mit den meisten Abonnenten raus. Ja, zum Beispiel nehmen wir als erstes mal hier Motivation Hub und gehen hier auf Videos und dann auf Beliebt. Wir schauen uns jetzt ein paar Videos an mit den meisten Aufrufen. Ja, was bei anderen Leuten gut gelaufen ist, wird bei uns eventuell auch gut laufen. Und deswegen werden wir die Videos hier nicht kopieren, sondern uns nur Anreize holen. Also ein paar Ideen, die wir dann natürlich nach unseren eigenen Bedürfnissen anpassen. Zum Beispiel hier, warum 2% erfolgreich sind und 98% nicht, von Arnold Schwarzenegger eine Rede. Wir können dann, nachdem hier die Werbung vorbei ist, das dauert noch ein paar Sekunden, also gleich können wir die Werbung hier überspringen. Überspringen wir. Wir können hier unsere Schnelligkeit auf 1,5 stellen und dann können wir uns hier diese Rede anhören. Ja? Wir können jetzt die Rede in schneller Geschwindigkeit anhören und schreiben uns hier die wichtigsten Punkte raus. Was wir außerdem machen können, wenn wir uns nicht das Ganze anhören wollen, sondern eher lesen wollen, gehen wir hier unten auf Transkript anzeigen und schon kriegen wir hier auf der rechten Seite das Ganze Gesprochene auch in Textform. Ja, das können wir uns auch kopieren und können uns das zum Beispiel auch in Google Translator einfach reinkopieren und übersetzen lassen und dann die wichtigsten Sachen rausziehen. So, wenn wir uns das erste Video angeguckt haben, gucken wir uns noch ein zweites Video an von diesem Kanal, welcher gut gelaufen ist, ja, um uns noch mehr Ideen zu holen. Zum Beispiel, man soll nicht die Zeit hier in der Komfortzone verbringen. Das kann man auch wieder anschauen und sich die wichtigsten Punkte und Ideen für Selbstmotivation hier raussuchen und sich dann in sein Skript schreiben. So, das Ganze machen wir jetzt auch für einen anderen Kanal noch, zum Beispiel Team Fearless. Hier gehen wir auch wieder auf Videos, auf Beliebt. Und hier können wir dann auch wieder Videos auswählen und uns unsere Ideen zusammensammeln. Zum Beispiel, was haben wir denn hier alles? Die beste Version von sich selbst werden, Motivationsvideo, 5 Minuten, kann man sich anschauen und auch wieder auf der Schnelligkeit einfach Stichpunkte machen, nicht kopieren, sondern nur Ideen suchen, die wir dann natürlich auch umformulieren werden. Und wenn wir jetzt auf 3 Kanälen uns die interessantesten 5 bis 10 Videos anschauen, Ideen sammeln, niederschreiben, können wir dann schon, wenn wir das auf 3 Kanälen machen, bis zu 30 Ideen sammeln, die wir dann umsetzen in Videos. Wenn ihr noch mehr Input braucht, könnt ihr außerdem ChatGPT benutzen. Wir geben zum Beispiel in die Suchleiste ein, schreibe ein Skript mit 1000 Wörtern zu Selbstmotivation. Die KI verarbeitet dann unsere Anfrage und gibt uns dann ein Skript aus. Wenn ihr das verwenden wollt, achtet unbedingt darauf, dass ihr das auf jeden Fall umformuliert und mit eigenen Worten wiedergebt, da wir kein Plagiat riskieren wollen. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Nun kommt der Punkt, an dem wir ein wenig Arbeit in unser Projekt stecken müssen. Aber vertraut mir, das ist deutlich besser als jeder andere Nebenjob, da ihr die Arbeit einmalig macht und dann über Jahre hinweg profitiert.
Nachdem ihr die Stichpunkte und Gedanken zusammengetragen habt, die wir aus den Videos haben, baut ihr euch ein Skript daraus. Am besten gleich in ganzen Sätzen, damit ihr das dann einfach weiterverarbeiten könnt. Wir öffnen uns wieder ein Google Docs Dokument und fangen an, unser Skript zu schreiben. Hierbei nehmen wir alle Infos mit dazu, welche wir aus den vorangegangenen Videos zusammengetragen haben und packen die da rein. Fangen wir mal an. Sie starten in ein neues Jahr und sind hochmotiviert und haben unzählige neue Ziele, die sie sich vornehmen wollen. Ins Fitnessstudio gehen, eine neue Sprache lernen, ein Instrument spielen lernen. Ihre Liste ist lang. So, damit ihr das jetzt nicht alles mit anschauen müsst, werden wir jetzt etwas vorspulen, bis unser Skript fertig ist, um euch hier nicht zu langweilen. Das Ganze sieht dann so aus, wenn es fertig ist. Im nächsten Schritt nehmen wir unser Voice-Over auf. Nachdem ihr euer Skript fertiggestellt habt, nehmt ihr einfach selbst euer Voice-Over auf. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist euer Handy mit der Sprachaufnahme. Es muss kein teures Mikrofon sein. Euer Smartphone ist mittlerweile super ausreichend dafür. Startet einfach die Sprachaufnahme und sprecht laut und deutlich euer Skript als Voice-Over auf euer Handy oder Mikrofon. Also, legen wir mal los mit dem Voice-Over. Wir drücken hier Start. Sie starten in ein neues Jahr und sind hochmotiviert und haben unzählige neue Ziele, die sie sich vornehmen wollen. Ins Fitnessstudio gehen, eine neue Sprache lernen, ein Instrument spielen lernen. Ihre Liste ist lang. Das machen wir jetzt für das ganze Skript und dann speichern wir das auf dem Handy und hören uns das mal an. Sie starten in ein neues Jahr und sind hochmotiviert und haben unzählige neue Ziele, die sie sich vornehmen wollen. Ins Fitnessstudio gehen, eine neue Sprache lernen, ein Instrument spielen lernen. Ihre Liste ist lang. Kommen wir nun zum nächsten Teil. Jetzt kommen ein paar Geheimnisse, Tipps und Tricks, die uns extrem helfen werden, unsere Videos zu erstellen. Wir werden nämlich unsere Videos, ohne unser Gesicht zu zeigen, erstellen, und zwar mit Stock-Footage. Das sind kostenlose, lizenzfreie Bilder und Videos. Und hierfür haben wir euch eine Liste mit Webseiten zusammengestellt, wo ihr diese kostenlosen Inhalte finden könnt. Und zwar haben wir da Pixabay, wir haben Pexel-Videos, wir haben Videvo, wir haben Motion Elements, wir haben Cover und noch mehr. Ja, alle unsere Videos seht ihr hier in der Übersicht. Unsere Favoriten zum Beispiel sind Pixabay.com und Pexels.com. Diese sind absolut kostenlos. Wir schauen uns zum Beispiel mal die Seite Pixabay an. Hier können wir das Thema eingeben, was wir suchen. Zum Beispiel Motivation, und suchen uns zu den Textstellen aus unserem Skript die Videosequenzen raus. Haben wir eine passende Sequenz zu unserem Teil eines Voice-Overs gefunden, dann können wir das ja einfach ganz einfach runterladen. Das machen wir jetzt für alle Ausschnitte unseres Voice-Overs, bis wir genug Videosequenzen zusammen haben. Der nächste Schritt ist, unser Video zusammenzustellen. Dafür braucht man eine Video-Editing-Software und diese kann ziemlich teuer sein. Aber wir haben hier für euch einige kostenlose und günstige Anwendungen rausgesucht. Das ist zum Beispiel iMovie, PowerDirector für iOS und direkt auf dem Smartphone oder Tablet, CapCut, InShot oder Splice. Es gibt viele Möglichkeiten, das Video selbst zu erstellen mit diesen Apps, und wir schauen uns jetzt mal eine App davon an. Unser Favorit ist zum Beispiel hier PowerDirector. Das könnt ihr auch einfach auf dem Handy nutzen, auf dem Tablet oder PC, wie es euch gerade am besten passt und wo ihr gerade seid. Als nächstes werden wir unser Video erstellen. Hier sehen wir die Oberfläche von PowerDirector auf dem Tablet. Das sieht dann so aus. Als erstes gehen wir hier auf Neues Projekt, um unser Video zu starten. Dann gehen wir hier auf das Plus und wählen unser Voice-Over aus unter Audio, welches wir im letzten Schritt aufgesprochen haben. Nachdem das eingefügt ist, klingt das dann so. Sie starten in ein neues Jahr und sind hochmotiviert und haben unzählige neue Ziele, die sie sich vornehmen wollen. Ins Fitnessstudio gehen, eine neue Sprache lernen, Im letzten Schritt mussten wir uns unsere Sequenzen auf Pixabay direkt raussuchen. Das Geniale ist aber an PowerDirector, dass man es direkt in der App suchen und laden kann. Wir suchen uns nun ein paar Sequenzen aus und packen diese hier zusammen. Das geht dann immer ganz einfach über das Plus und herunterladen. Die einzelnen Sequenzen kürzen wir dann auf 3 bis 4 Sekunden pro Video, damit die Zuschauer sich nicht langweilen. Außerdem setzen wir die Übergänge ein, zum Beispiel hier mit Ausblenden auf 0,3 Sekunden. Das machen wir jetzt für das gesamte Video. Sie starten in ein neues Jahr und sind hochmotiviert und haben unzählige neue Ziele, die sie sich vornehmen wollen. Ins Fitnessstudio gehen, eine neue Sprache.
Sie starten in ein neues Jahr und sind hochmotiviert und haben unzählige neue Ziele, die sie sich vornehmen wollen. Ins Fitnessstudio gehen, eine neue Sprache lernen, ein Instrument spielen lernen. Ihre Liste ist lang. Das werden wir jetzt so lange wiederholen, bis wir das ganze Video fertig haben. Und ist das Video fertig, dann können wir das hier oben rechts auf Produzieren, auf Full HD oder 4K, also immer die beste Auflösung wählen, die möglich ist. Und wenn ihr das Video fertig produziert habt, könnt ihr das dann direkt auf YouTube hochladen mit Privatstatus oder ihr ladet das später manuell aus eurer Mediathek hoch. Im nächsten Schritt brauchen wir noch ein Thumbnail für unser Video. Hierfür nutzen wir Canva. Canva haben wir schon so oft benutzt und auch erwähnt in anderen Videos. Es ist auch in der kostenlosen Version super zu nutzen und kann auch upgraded werden, falls ihr das benötigt. Uns reicht aber hier die kostenlose Version. Wir geben hier wieder in die Suchleiste Thumbnail Motivation ein, gucken, welche Vorlage für unser Video passt. Haben wir eine Vorlage gefunden, dann können wir ganz einfach auf Anpassen gehen, die Vorlage, und die nach unseren Wünschen bearbeiten. Haben wir das dann letztendlich getan, dann können wir hier oben rechts auf Download und unser Thumbnail runterladen. Das können wir dann auf YouTube, falls wir das Video schon hochgeladen haben, direkt einfügen oder auch später. So, nun haben wir unser Skript, unser Voiceover, unser Video, unser Thumbnail. Wir haben alles auf YouTube hochgeladen. Wie machen wir jetzt damit Geld? Kommen wir nun zu dem Teil, der euch am brennendsten interessiert. Wie machen wir nun Geld damit? Ihr erstellt erstens euren YouTube-Kanal, ihr postet Videos, optimiert diese und verdient Geld mit den Klicks. YouTube bezahlt euch für die Aufrufe. Um eine Menge Geld zu verdienen, müsst ihr natürlich viele Aufrufe, also Klicks sammeln von Zuschauern. Und das mit dem YouTube-Partnerprogramm. Ehe ihr jetzt aber Geld damit verdienen könnt, braucht ihr eine Weile. Also ihr müsst erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken, bis euer Projekt an Fahrt gewinnt. Aber um auch direkt an Tag 1 Geld zu verdienen, haben wir ein paar Tipps für euch. Macht zusätzlich zu euren Videos Werbung für ein fertiges und verfügbares Produkt. Hier können wir zum Beispiel digistore24.com nutzen. Wie finde ich hier ein Produkt? Das ist ein digitaler Marktplatz. Wir können hier zum Beispiel durch die Kategorien schauen, welche am ehesten mit unserem Video übereinstimmen. Und unsere Empfehlung ist, ein Produkt zu suchen, was relativ teuer ist. Also sagen wir mal mindestens 500 Euro, am besten 1000 Euro kostet. Und wenn jetzt nur 50% vom Verkaufspreis an Provision für euch rausspringen, macht ihr automatisch bis zu 500 Euro durch ein verkauftes Produkt. Ihr klickt nun zum Beispiel auf den Promote-Button neben dem Produkt und erhaltet euren Link. Nehmt diesen Link und packt den in alle eure YouTube-Videos. Kommen wir nun dazu, wie ihr jetzt 300 Euro am Tag damit verdienen könnt. Macht euch einen Zeitplan, in dem ihr mindestens 3 Videos die Woche postet. Rechnung ist... 52 mal 3 Videos ergibt 144 Videos, die ihr über ein Jahr postet. Wenn jetzt jedes Video 500 Klicks im Monat bekommt, was sehr realistisch ist, kommen wir auf 72.000 Klicks. Und wenn jetzt nur 0,05% der Klicks etwas kauft, dann sind das 36 Verkäufe im Jahr. Gehen wir von 36 Produkten von 500 Euro aus, dann bekommt ihr 36 mal 250 Euro Provision, macht 9.000 Euro im Monat. Und das Ganze auf den Tag gerechnet sind 300 Euro. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.